erste Papstes bekommt das Recht zu entscheiden, wer darf in den Himmel, wer darf nicht. Ja, den Schlüssel. Ja, ihr wisst, der Vatikan hat diese Schlüssel. Ja, das ist ein Zeichen des Vatikan, ja, ein Symbol. Ja. Wir dürfen entscheiden. Ja. Das war dann die Grundlage, wo man gesagt hat, wenn ihr uns Geld gebt, schließen wir auf. Ja. Wenn nicht, bleibt zugeschlossen. Ihr erinnert euch an den Ablass. Ja. Der Papst hat die Macht aufzuschließen und zuzuschließen. Nun, wir kennen die Bibel gut genug und auch die Prophetie, das kann nicht sein, das sein, was Jesus gemeint hat. Wir wollen uns stattdessen uns die Frage stellen, was hat er gemeint? Denn er muss sich was überlegt haben, als er gesagt hat, ich gebe dir, Petrus, die Schlüssel des Reiches der Himmel. Also erstmal schauen wir uns die Schlüssel selbst an, bevor wir uns dann fragen, warum Petrus sie bekommt. Wir haben also Schlüssel des Reiches der Himmel. Wohlgemerkt, es ist gar nicht notwendigerweise nur der Schlüssel zum Himmel, es ist der Schlüssel zum Himmelreich, zum Reich Gottes, zum Reich der Himmel. Kennt ihr irgendwelche Bibeltexte, die uns helfen könnten zu verstehen, was es mit diesem Schlüssel auf sich hat? Oder noch besser gefragt, wenn wir noch ganz kurz auf den Vers hier schauen, was erhält denn der Petrus eigentlich genau? Was erhält er genau? Er kann aufschließen, aber genau, womit soll er das tun? Das ist, also nach dem Text, also schauen wir nur die Worte des Textes an. Was erhält er genau? Was erhält er? Einen Schlüssel oder mehrere Schlüssel? Ja? Er sagt, Jesus sagt nicht, ich will dir den Schlüssel geben. Er sagt, ich will dir die Schlüssel geben. Das ist mal ganz interessant, ja? Weil es gibt ja eigentlich nur eine Tür, oder? Es gibt nur ein Tor. Also müsste man denken, es gibt nur einen Schlüssel. Aber Jesus sagt nicht, ich gebe dir den Schlüssel. Er sagt, ich gebe dir die Schlüssel, eine Mehrzahl an Dingen, die das Himmelreich aufschließt. Okay, also fragen wir uns, wo finden wir in der Bibel sonst noch Schlüssel? Weil wir müssen ja die Bibel mit der Bibel auslegen. Ja? Kennt ihr noch Texte, die von Schlüsseln reden? Oder von einem Schlüssel? Diese Idee vom Schlüssel? Ja? Genau, wir haben in Offenbarung 20 den Engel, der den Abgrund aufschließt, ja, und den Satan dann bindet. Ja, ganz genau. Also, das ist eine Stelle, wo ein Schlüssel vorkommt. Sehr gut. Das gibt es ja auch in Offenbarung 9, ja, wo der Engel kommt in der fünften Posaune. Auch ein Schlüssel. Ja? Die Schlüssel zum Abgrund. Noch Stellen? Ah, okay, es gibt das versiegelte Buch, genau. Ja, das wird dann aufgebrochen, die Siegel, ja. Also fangen wir mal an, im Alten Testament, es gibt gar nicht so viele Stellen, wo überhaupt Schlüssel vorkommen, aber diese eine Stelle, die sollte man hier auf jeden Fall erwähnen, und zwar Jesaja 22. Jesaja 22 und dort Vers 22. Da geht es hier um zwei Personen, um Schebner und Eliakim, das werden wir jetzt hier im Detail nicht anschauen, aber mir geht es um das Prinzip von dem Schlüssel hier. In Jesaja 22 und dort Vers 22 heißt es: Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulden legen, dass er auftue und niemand zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue. Genau, hier haben wir den Schlüssel des Hauses Davids. Ja? Frage, was hat denn das Haus David mit dem Reich der Himmel zu tun? Gibt es irgendeine Verbindung? Hat das Haus Davids etwas mit dem Reich der Himmel zu tun? Im Himmelreich? Ah, der kommende Messias ist der Sohn Davids, oder? Der Haus Davids heißt die Dynastie von David. Ja? Das ist ja schon lange hier nach dem Tod von David. Der Sohn Davids ist der König, der Messias, ja, ist der auf dem Thron Davids
siehe, ein Kind ist uns geboren. Nicht wahr? Die Herrschaft ist auf seiner Schulter. An anderer Stelle in Jeremia 23 heißt es, dass Gott dem David einen Spross erwecken wird. Der wird als in Ewigkeit herrschen, mit Gerechtigkeit herrschen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das heißt, der Schlüssel des Hauses Davids ist natürlich der Schlüssel für das Reich der Himmel. Lasst mal euren Finger hier. Gehen wir ganz kurz zu Jesaja, ein bisschen weiter nach vorne, nach hinten. Jesaja 55. Jesaja 55, Vers 3. Jesaja 55, Vers 3. Dort heißt es: Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Ja, der ewige Bund ist der neue Bund. Das ist das Evangelium. Ja? Also dieser Schlüssel Davids oder der Schlüssel des Hauses Davids ist eigentlich der Schlüssel zum Reich der Himmel. Okay, dieser Schlüssel des Hauses Davids, was macht der? Was bewirkt denn Jesaja 22? Wenn der benutzt wird und man schließt auf, dann kann man nicht mehr zuschließen. Und wenn dieser Schlüssel zuschließt, kann man nicht mehr aufschließen. Das heißt, der ist ultimativ. Ja? Da kann man nicht gegenwirken. Ja? Das kann man nicht irgendwie sabotieren. Dieser Schlüssel schließt auf und dann ist wirklich auf. Oder er schließt zu, dann ist wirklich zu. Diese Idee mit dem Zuschließen und Aufschließen und niemand kann diese Tür öffnen oder schließen. Kennt ihr die irgendwo her aus der Offenbarung? Wo kennt ihr die? Wo kommt das in Offenbarung vor, dass er eine Tür geschlossen, eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann? Genau, wo kommt das vor? In Offenbarung, schaut mal Offenbarung 3. Das ist in der Gemeinde Philadelphia, in der vorletzten Gemeinde, in den 7 Sendschreiben in Offenbarung 3 und dort Vers 7. Offenbarung 3 und dort Vers 7. Mag jemand von euch lesen, vielleicht? Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibt: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Genau, das ist dieser Schlüssel, oder? Und dann heißt im nächsten Vers: Ich kenne deine Werke, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Frage: Wer hat hier den Schlüssel Davids? Jesus selbst. Also, jetzt lass uns mal scharf nachdenken. Wenn der Schlüssel des Reiches der Himmel aufgrund der offensichtlichen, also das, was das Neue Testament und das Alte Testament sagen über Jesus und den Messias und dem Haus Davids, wenn das der Schlüssel des Hauses Davids ist, dann ist es doch interessant, dass Jesus sagt: Ich gebe dir, Petrus, die Schlüssel. Aber in der Offenbarung sagt Jesus immer noch: Ich habe den Schlüssel in der Hand. Könnt ihr das sehen? Man würde ja auf den ersten Moment vielleicht denken, und so hat das die katholische Kirche auch interpretiert: Jesus gibt hier dem Petrus etwas und jetzt hat Petrus das und Jesus nicht mehr. Ja, er gibt ihm quasi etwas in die Hand, jetzt hat Petrus das alleinige Recht daran. Aber Jesus sagt vielmehr: Ich gebe dir etwas, das ich immer noch in der Hand habe. Das geht also, die Autorität geht nicht von Jesus auf Petrus, sondern Petrus hat jetzt Teil an etwas, was Jesus immer noch in der Hand hält. Und hier in Offenbarung 3 könnt ihr mir ganz kurz vielleicht sagen, so ganz Pi mal Daumen, in welcher Zeit der Weltgeschichte spielt Offenbarung, also die Gemeinde Philadelphia? Das ist die Millerbewegung, ja? Das ist die Tür, die zum Allerheiligsten geöffnet ist, ja? Die niemand zuschließen kann, weil Jesus dort den Weg weist. Wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen, um besser zu verstehen, was das bedeutet. Also, halten wir bis dahin fest, dieser Schlüssel ist in der Hand von Jesus und da bleibt er auch und er lässt jetzt Petrus daran teilhaben. Ja, das ist ja die Idee, das passt auch gut zu dem Vers vorher, denn wir haben ja gesehen in Offenbarung, in Matthäus 22, da gibt es einen Felsen und einen Stein. Ja? Der Felsen ist Petra, der Stein ist Petros. Der Felsen ist Christus, ja? Und Petrus ist sein Nachfolger. Ja? Christus ist das Fundament und Petrus gehört jetzt Christus an. Ja? Er ist Teil von Jesus, er ist Teil der Gemeinde. Er hat eine Aufgabe in der Gemeinde.
Er ist ein kleiner Stein, ja? Nicht unbedeutend. Ja? Petrus hat eine wichtige Rolle gehabt, aber er ist nicht das Fundament. Er nimmt, also das Fundament ist Christus und Petrus darf jetzt mit beim Fundament dabei sein sozusagen. Er ist Mitarbeiter von Jesus in dem Bau der Gemeinde. Und so ist es auch mit dem Schlüssel. Jesus hat den Schlüssel gehabt und er hat ihn immer noch und Petrus darf jetzt auch an diesen Schlüsseln mitwirken. Und es sind sogar, wie wir gesehen haben, viele Schlüssel. Das müssen wir jetzt besser verstehen. Was sind diese Schlüssel? Also, simple Frage, was macht man mit einem Schlüssel? Man schließt auf und schließt ab. Jetzt gibt es eine Stelle in der Offenbarung, wo davon gesprochen wird, dass der Himmel aufgeschlossen wird und zugeschlossen wird. Da wird zwar das Wort Schlüssel nicht verwendet, aber genau das, dass man aufschließt und zuschließt. Kennt ihr eine Stelle in der Offenbarung, wo es heißt, dass man jemand, die den Himmel aufschließt und zuschließt, den Himmel verschließt, sodass der Himmel... Ah, ja, die Buchrolle ist versiegelt. Ja. Aber hier ist eine Stelle, dass der Himmel verschlossen wird. Schaut mal mit mir in Offenbarung 11. In Offenbarung 11 und dort Vers 6. Offenbarung 11, Vers 6, da heißt es, in Offenbarung 11, Vers 6, diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Also hier hat jemand die Fähigkeit, den Himmel zuzuschließen. Ja? Schlüssel zum Reich des Himmels. Frage an euch, wer oder was sind diese? Das heißt, diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen. Die zwei Zeugen, ja? Die zwei Zeugen aus Offenbarung 11, die kennen wir schon aus Vers 3, oder? Ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1062 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume, die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Jetzt frage ich euch ganz kurz, das wisst ihr wahrscheinlich, die beiden Zeugen aus Offenbarung 11 sind wer oder was? Ganz genau, das Alte und das Neue Testament. Das Alte und das Neue Testament. Übrigens, diese Idee hier in Vers 6, den Himmel zu verschließen, auf welche Geschichte im Alten Testament spielt das an? Wer hatte die Macht, den Himmel zu verschließen, sodass es jahrelang nicht geregnet hat? Elia, ganz genau. Und wodurch hat er den Himmel verschlossen? Hatte er irgendeinen besonderen Schlüssel? Hat er ein Passwort gehabt? Nee, womit hat er den Himmel verschlossen? Er hat gebetet und er hat durch das Wort Gottes gesagt, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es. Und es war nicht seine persönliche Meinung, sondern Gott hat ihn ja geschickt. Ja, er war ein Prophet, er konnte sagen, so spricht der Herr. Das heißt, der Elia als Prophet steht stellvertretend für das Wort Gottes, das den Himmel verschließen und aufschließen kann. Und wie wir wissen, bezieht sich das auf das Alte und das Neue Testament. Es sind also Gottes Worte. Und wenn die Bibel von Gottes Worten spricht, wer ist es eigentlich, der die ganze Zeit in der Bibel zu uns spricht? Jesus, oder? Denn es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Es ist Jesus. Ellen White sagt ja, dass der Vater zum ersten Mal wieder hörbar gesprochen hatte, bei der Taufe von Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das heißt, im Alten Testament spricht Jesus. Ja? Es ist Jesus, der zu Abraham spricht, der mit Jakob ringt, der zu Jakob bei der Leiter spricht. Das ist Jesus, der zu Mose spricht. Das ist Jesus, der am Sinai spricht. Das ist Jesus, der zu Jesaja und Jeremia spricht. Es sind die Worte von Jesus. Und deswegen sind es auch die Schlüssel. Die Schlüssel, weil es sind viele Worte, oder? Es sind die Worte im 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Für alle Worte, die Worte, die Jesus im Neuen Testament gesagt hat. Und jetzt versteht ihr auch, warum Jesus den Schlüssel in der Hand halten kann und Gott trotzdem sagen kann, ich gebe sie dir, Petrus. Weil die Worte von Jesus sind ja immer noch seine Worte. Es ist immer noch sein Wort und trotzdem kann auch der Petrus daran teilhaben, wenn er an dieses Wort glaubt. Also,
Ganz wichtiger Punkt. Die Schlüssel, die das Reich aufschließen, sind das Alte, das Neue Testament, das Wort Gottes, insbesondere auch das prophetische Wort. Es sind, Ellen White sagt im Kommentar dazu, im Leben Jesu, sagt sie, die Schlüssel zum Reich der Himmel sind die Worte von Christus. Alle Worte der Heiligen Schrift gehören ihm und sind hier mit eingeschlossen. Diese Worte haben die Kraft, den Himmel zu öffnen und zu schließen. Ja, also was schließt mir den Himmel auf? Kein Papst, kein Prediger, kein Pastor, das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes sagt mir, was ich tun muss, um gerettet zu werden. Und es verschließt mir auch den Himmel, denn wenn ich Dinge tue, die dem Wort Gottes widersprechen, dann werde ich nicht hineinkommen, egal wie ich mich fühle und egal was andere mir gesagt haben, egal wie viel Geld ich bezahlt habe. Ja. Ja, ganz genau, sehr gut. Und dann sagt es hier weiter, also die Worte Gottes, die Worte Christi, sie erklären die Bedingungen, durch die ein Mensch angenommen oder abgelehnt wird. Ja? So ist es ihr Werk. Ah, und deswegen ist die Arbeit von denen, die das Werk Gottes predigen, entweder ein Geruch des Todes zum Tod oder des Lebens zum Leben. Weil wenn ich das Wort Gottes predige, dann bringe ich Menschen direkt in Kontakt mit dem, was ihnen den Himmel aufschließt oder zuschließt. Was Jesus also zu Petrus sagt, ich gründe meine Gemeinde und meine Gemeinde ist gegründet auf mir selbst. Und diese Gemeinde muss organisiert werden und ich lade dich ein, mitzuarbeiten, mit einem Fundament zu bauen, mit Teil des Fundamentes zu werden. Und du sollst ihnen das geben, was ich dir gegeben habe, nämlich das Wort Gottes. Damit wirst du Menschen in den Himmel führen oder ihnen zeigen, dass sie verloren gehen. Das ist die Idee. Und das zeigt uns nämlich, dass übrigens dann, ja, wer hat denn alles den Schlüssel? Hatte nur Petrus den Schlüssel? Nein, wir auch. Ja. Wir werden später noch sehen, dass Jesus das auch zu den ganzen Jüngern sagte, nicht nur zu Petrus. Ja. Petrus war jetzt quasi derjenige, der als erster losgeschossen hat. Er hat als erster gesprochen, deswegen spricht Jesus ihn an. Aber das, was für Petrus gilt, gilt für alle Christen. Du und ich, wir haben alle den Schlüssel in der Hand. Weil wir das Wort Gottes haben, das aufschließt und zuschließt. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz in den Vers. In Matthäus 16, Vers 19 steht, nämlich so interessant, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Nun, binden und lösen sind eigentlich, das wisst ihr vielleicht, binden und lösen waren ganz bekannte Begriffe aus dem Gesetz der Pharisäer. Ja, die Pharisäer haben ständig davon gesprochen, wenn das so und so ist, dann binden wir dich, wenn das so und so ist, dann lösen wir dich. Was Jesus jetzt sagt ist, dass Petrus, wenn er an dem Wort Gottes festhält und das Wort Gottes predigt, hat er die Autorität, die eigentlich die Pharisäer für sich in Anspruch nehmen. Ihr müsst euch ja vorstellen, der Petrus ist immer noch ja Kind seiner Zeit. Der Petrus glaubt immer noch, dass die Pharisäer eine hohe Autorität haben. Ja? Erinnert euch daran, als Jesus mit den Pharisäern den Streit hatte über die Zeichen, dann musste er ihnen sagen, hütet euch vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Weil sie immer noch dachten, ach, die Pharisäer, die sind schon auch wichtig. Ja? Deren Autorität müssen wir besonders hochachten. Und Jesus sagt, wenn du das Wort Gottes hast und predigst, dann bist du ein Leiter der Gemeinde, sozusagen. Ja? Dann hast du die Autorität, von der du jetzt denkst, dass die Pharisäer sie haben, ja? Die mit ihren eigenen Gesetzen, mit ihren eigenen Vorschriften sagen, ach, wir binden dich, wir lösen dich. Also wenn du bei dem Altar schwörst, dann ist das nichts. Aber wenn du bei dem Gold das Altar schwörst, ja, dann ist das weiter, ja, dann bist du gebunden oder gelöst und so. Ihr sagt, so ein Quatsch. Ja? Das wahre Binden und Lösen geschieht durch das Wort Gottes, durch seine Worte, durch die Worte Jesu. Und das war ja auch keine neue Idee. Schaut mal in Johannes 6, Vers 63. Johannes 6, Vers 63. Da hatte Jesus versucht, das schon deutlich zu machen. In Johannes 6, Vers 63, das war in dieser berühmten Rede, ein Tag nach der Speisung der 5000, ja, wo die große Krise dann kam, wo ihn alle verlassen haben, fast alle.
Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Man könnte jetzt auch sagen, sind der Schlüssel. Ja? Ihr braucht meine Worte. Meine Worte sind das Leben. Und dann sagen ja viele, das wollen wir nicht. Ja, das ist, und verlassen ihn. Aber ein paar bleiben zurück. Und was ist die Begründung von Petrus? Warum bleiben sie zurück? Vers 68, da antwortet ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja? Worte, die das ewige Leben bringen. Sozusagen jetzt mit Matthäus 16 gedacht, Worte, die das Leben aufschließen. Und dann sagt er, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Also im Prinzip, alles das, was hier angeblich in Matthäus 16 eine plötzliche Erleuchtung von Petrus ist, ja, und ein besonderes Privileg, ist eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was schon in Johannes 6 steht. Ihr seht eigentlich, Jesus wiederholt nur und Petrus hat gesagt, ja, genau, ich weiß. Bis dann, da kommen wir nächste Woche drauf, Jesus Sachen sagt, wo Petrus sagt, nee, so nicht. Ja, da kommen wir nächste Woche dran. Das heißt, hat also gar nichts mit einem Primat von Petrus zu tun oder irgendwelche besondere herausgehobene Position. Übrigens, Ellen White macht einen ganz tollen Punkt. Das ist der beste Punkt, den ich jemals gehört habe, um zu beweisen, dass Jesus hier nicht den Petrus irgendwie erhoben hat. Sie sagt nämlich, wenn Jesus den Petrus wirklich irgendwie so befördert hätte an eine leitende Position, dann hätten die Jünger ja sich später nicht ständig gestritten, wer der Größte unter ihnen sei, oder? Die Tatsache, dass die Jünger bis kurz vorm Kreuz sich streiten, wer ist der Höchste, beweist, dass Jesus keinen zum Höchsten ernannt hat. Ja, ganz, ganz logisch. Ansonsten, sie sagt, ansonsten, wenn er einen zum Höchsten ernannt hätte, hätte sie gesagt, okay, das hat Jesus gesagt, das akzeptieren wir. Aber das hat er nicht gemacht, also haben sie immer gestritten. Was natürlich auch nicht gut war. Ganz genau. Schauen wir noch zum Schluss in Matthäus 16 und dort in Vers 20. Matthäus 16 und dort Vers 20. Wer mag den lesen? Matthäus 16, Vers 20. Genau. Also, wir sind jetzt nicht mal mehr ein Jahr vor der Kreuzigung. Er sagt, passt auf, sagt es niemanden. Und wir werden nächste Woche sehen, wie das jetzt überleitet zu den Versen, die danach kommen. Aber nur, damit wir das kurz nochmal in Erinnerung haben, schauen wir mal in Matthäus Kapitel 8. Jesus hat ja öfter Leuten gesagt, sagt nicht, wer ich bin. Ja? Zum Beispiel in Matthäus 8 und dort Vers 4. Matthäus 8, Vers 4, da heißt es, und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern geh hin, zeige dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihn zum Zeugnis. Jetzt, wenn Jesus, das hat er öfter Leuten gesagt, die geheilt worden sind, ja, und dann hat er immer gesagt, sag nicht, dass ich der Messias bin oder sag es nicht. Und was haben die denn meistens gemacht? Da heißt es immer, je mehr er ihnen das verboten hat, desto mehr haben sie es verbreitet, ja, überall hin, ja. Und dann, das hatte zur Folge, dass Jesus dann manchmal sich gar nicht mehr in die Städte trauen konnte und das war auch schwierig für ihn. Aber die Jünger scheinen sich dran gehalten zu haben. Ja, die Jünger scheinen das beachtet zu haben. Jedenfalls sagt es nirgendwo, dass die Jünger seinen Befehl missachtet hätten. Man muss sich ja überlegen, die Jünger wissen das, dass er der Messias ist, schon seit der ersten Begegnung. Das sind jetzt schon über 2 Jahre vergangen. Über 2 Jahre haben die das mit sich mit. Und Jesus sagt ihnen, sagt das noch nicht. Also es ist nicht etwas, wo er sagt, okay, wartet noch 3 Wochen. Er lässt sie über 2 Jahre lang mit ihm gehen, das Evangelium verkündigen. Aber sie sollen nicht sagen, dass er der Messias ist. Immer noch nicht. Warum eigentlich? Warum wollte Jesus nicht, dass überall gepredigt wird, dass er der Messias ist? Hat er sich geschämt? Hat er nicht zur Wahrheit gestanden? Oder warum hat er gesagt, sagt nicht, dass ich der Messias bin? Ganz genau, das ist der erste wesentliche Punkt. Er wusste, die Pharisäer und Sadduzäer sind ihm auf den Fersen. Die beobachten ihn und sie sind gegen ihn. Und wenn er öffentlich sagt, ich bin der Messias, bringen sie ihn um. Es war zwar die Wahrheit, aber trotzdem
diese Wahrheit noch zurückgehalten, damit er noch möglichst viel Gutes tun kann bis zum richtigen Zeitpunkt. Wann war der richtige Zeitpunkt? Nach 3,5 Jahren, oder? Nach 3,5 Jahren würde er sterben. Und ist interessant, nicht wahr? Als die 3,5 Jahre kommen, sagt er ganz offen, ich bin der Messias. Und wenige Tage ist er tot. Ja? Er reitet dann als Messias in die Stadt ein, sagt dann im Verhör sogar, ich bin der Messias, und wird sofort umgebracht. Er hat gewartet bis zum richtigen Zeitpunkt, bis zum prophetischen Zeitpunkt. Und das zeigt uns, es ist nicht feige, wenn man eine Wahrheit, wenn man auch wartet bis zum richtigen Zeitpunkt. Jesus hat nicht alles, was er wusste, losposaunt, damit alle wissen, wie gut er die Bibel kennt. Er hat sich überlegt, was ist sinnvoll. Der zweite Punkt, das eine ist sozusagen der Widerstand der Pharisäer. Der zweite Punkt ist, es gab ja viele Menschen, die ihn mochten, oder? Die keinen Widerstand geleistet haben. Aber auch denen wollte er nicht sagen, dass er der Messias ist. Warum? Sie sollten es selbst entdecken, ja? Und was haben diese anderen, was haben die meisten Juden gedacht, selbst die positiv zu Jesus waren, wenn sie an Messias gedacht haben? Was war ihre Idee von Messias? Genau, ein irdisches Reich, ein König, der auf dem Thron David sitzt in Jerusalem und die Römer vertreibt, oder? Das heißt, sobald er gesagt hätte, ich bin der Messias, hätten sie sofort gesagt, ah, jetzt geht's los, ja? Wir melden uns freiwillig, ja, fürs erste Bataillon gegen die Römer. Und ihr wisst, Jesus hatte, das haben wir bei der Speisung der 5000 gesehen, er war kategorisch dagegen, dass das Evangelium für politische Zwecke missbraucht wird. Ja, als sie angefangen haben zu sagen, okay, wir machen dich zum König, hat er massiv eingeschritten und gesagt, nein, das ist nicht mein Sinn, das ist nicht mein Ziel. Ich bin gekommen, die Sünde zu besiegen, nicht die Römer. Und das heißt, dass er auf der einen Seite nicht gesagt hat, dass er Messias ist, weil er wusste, dann werde ich Probleme haben, zu verkündigen. Auf der anderen Seite hat er gesagt, ich will das nicht, weil die Leute es sowieso falsch verstehen würden. Ich muss ihnen erst zeigen, worin die Aufgabe des Messias besteht. Ja? Soweit es die Menschen annehmen wollen. Es gibt eine Frau, der hat er gesagt, ich bin der Messias. Der Samariterin am Brunnen, weil die war keine Pharisäerin und die war auch keine Jüdin. Weil sie eine Samariterin war, hat sie nur an die 5 Bücher Mose geglaubt. Sie glaubte nicht an den kommenden König. Sie glaubte nur an den kommenden Propheten. Ja, sie hatte keine politische Idee von dem Messias, sondern nur eine, sie hat ihn vielleicht auch nicht von dem Messias nicht als Gott gedacht, vielleicht, aber sie hat den Messias einfach als einen Lehrer, als einen Lehrer der Wahrheit gesehen. Und dem konnte er, und ihr konnte er sagen, ich bin der Messias. Das zeigt also, dass Jesus jetzt nicht kategorisch das niemals gesagt hat. Er hat überlegt, wem kann ich das sagen und wem kann ich das nicht sagen. Er hat also, ja? Ja. Ganz genau. Bei der Speisung der 5000, die Jünger dachten auch, er wird König. Ja? Und wir werden nächste Woche sehen, dass Jesus hier jetzt versucht, ihnen deutlich zu machen, ihr wisst gar nicht, was kommt. Es wird ganz anders sein, als ihr denkt. Und wir haben ja gesehen, auch die ganzen, also seit der Speisung der 5000, viele Geschichten sind ja so merkwürdig, weil er den Jüngern sagen will, ihr seht noch nicht richtig, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Blinden, der angespuckt wurde von Jesus, ja, der nur so halb gesehen hat, ja, wo Jesus den Jüngern deutlich machen wollte, ihr kennt mich, aber ihr kennt mich noch nicht richtig. Ihr wisst, dass ich der Messias bin, aber ihr wisst noch gar nicht, was der Messias eigentlich tun soll. Und das ist jetzt quasi hier in Matthäus 16, sieht man die Jünger, sie sehen Jesus, aber sie sehen ihn noch nicht richtig. Und Jesus sagt, auf diesen Felsen, auf euer Bekenntnis werde ich die Gemeinde bauen. Bleibt bei meinen Worten, dann werdet ihr den Himmel erreichen und dann könnt ihr anderen Menschen auch den Himmel offenbaren. Genau. Letzter Punkt und damit enden wir. Kurzes Zitat von Ellen White, sie sagt, die Gemeinde ist auf Christus gebaut als ihrem Fundament. Sie soll Christus als ihrem Kopf gehorchen. Die Gemeinde soll sich nicht auf einen Menschen verlassen. Diese Worte kann man nicht oft genug unterstreichen und wiederholen. Bitte, 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 auch die ihr zuschaut, merkt euch das. Viele beanspruchen eine Position des Vertrauens in der Gemeinde, oder die eine Position in Anspruch nehmen, glauben, dass sie eine Autorität haben, dass sie anderen Menschen diktieren können, was sie glauben oder tun sollen. Diesen Anspruch bestätigt Gott nicht.
kein Mensch in der Gemeinde, egal wo er ist, auf der Ortsgemeinde oder bei der Generalkonferenz, kann anderem diktieren, das sollst du glauben und das sollst du tun. Und wenn ihr jemals so das mitbekommt, muss man sich scharf dagegen wenden. Ja, Gott ist der Einzige, der volle Autorität hat. Der Erlöser erklärte, ihr seid alle Brüder, also Geschwister. Wir alle sind Versuchungen ausgesetzt und alle sind in der Gefahr, sich zu irren, oder? Kennt ihr jemanden in der Gemeinde, der sich noch nie geirrt hat? Wir haben alle schon uns schrecklich geirrt, ja? Jeder Einzelne von uns. Wir können uns auf kein sterbliches Wesen für Leitung verlassen. Egal wer es ist. Wir können uns auf niemanden verlassen. Also wir können schon so zwischenmenschlich aufeinander hoffentlich gut verlassen, aber nicht absolut. Ja, der Einzige, auf den wir uns absolut verlassen können, ist, wie sie nennt hier, der Fels des Glaubens ist die lebende Gegenwart Christi in seiner Gemeinde. Wenn Christus gegenwärtig ist, weil er im Zentrum unserer Gedanken ist, dann sind wir auf dem Fundament. Auf diesen Felsen kann der Schwächste vertrauen. Und diejenigen, die sich für die Stärksten halten, werden sich als die Schwächsten erweisen, wenn sie nicht Christus zu ihrer Sufficiency ist. Was ist Sufficiency? Also, wenn sie nicht sich auf Christus vertrauen. Wir schauen manchmal auf Menschen in der Gemeinde und denken, wow, das sind die Allerstärksten, die allermeisten wissen, ja, die größten Säulen der Gemeinde sind. Und wenn die aber sich von Christus abwenden, sind sie die schwächsten Menschen überhaupt. Und manchmal merken wir gar nicht, wenn ein Mensch sich von Christus abwendet oder nicht. Deswegen können wir uns niemals implizit auf Menschen verlassen. Egal, ob sie gute Freunde sind oder bekannte Prediger oder Verkündiger oder was weiß ich. Ja? Die Gemeinde ist auf Christus gegründet. Und wenn ich in meinem Leben, wenn du in deinem Leben mit Christus verbunden bist, dann stehen wir auf dem Felsen und dann haben wir die Schlüssel. Ja? Und wir können dann, selbst wenn alle um uns herum vielleicht fallen sollten, weiter die Gemeinde bilden und weiter die Gemeinde voranbringen. Ja? Jeder Einzelne von uns ist Gemeinde, weil wir Gemeinschaft mit Christus haben. Wollen wir ihm dafür danken, lass uns beten und niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast und dass deine Gemeinde auf einem festen Fundament steht und dass der Weg zum Himmel für jeden offen steht. Dass wir nicht zu einem Menschen gehen müssen, der uns den Himmel aufschließt, sondern dass wir das Wort Gottes haben, dass wir dich haben, Herr Jesus, der du den Himmel für uns aufschließt oder auch zuschließt, wenn wir deine Worte missachten. Herr, danke, dass wir wissen dürfen, dass alles, was wir tun müssen, ist, dir zu vertrauen, deinen Worten zu vertrauen, deine Worte für bare Münze zu nehmen, im buchstäblichen Sinne, zu glauben, dass das, was du sagst, du auch so meinst. Dass wenn du sagst, dass du uns liebst, dass du wirklich uns gerne hast. Und dass du uns so sehr liebst, dass du für uns gestorben bist. Und dass wenn du sagst, dass du uns vergeben möchtest, dass du uns auch wirklich vergibst. Und dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Herr, darum bitten wir dich und danken es in deinem Namen.